Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit Ark Survival Ascended auf der Map Scott Störs. Ich grüße euch. Hallöchen. Leute, heute machen wir einen kleinen Ausflug. Und zwar, ich will gleich etwa was vorbereiten. Ja, weil heute machen wir auf jeden Fall so eine kleine Farmrunde. Ja, also wie gesagt, ich brauche ja ein bisschen Metall. Ja, und das werden wir heute suchen. Aber bevor es jetzt richtig hier losgeht, denkt daran, Däumchen mehr ein Träumchen. Dankeschön dafür. Und Leute, jetzt wollen wir unsere Sachen packen. Und zwar, ich werde mich jetzt erstmal hergehen. Und zwar, ich brauche mich jetzt erstmal, darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet, von der SCH Mod erstmal die Pistole. Ich hoffe, dass ich da genügend Zeug zusammen habe. Warte mal, ich gucke mal. Ja, sehr schön. Okay, damit habe ich auch meine Pistole wieder. Yay, cool. So, die, und dann brauche ich hier auch noch von denen hier welche. Pass mal auf. So, und zwar mache ich mich jetzt hier mal 10 Stück von denen teilen. Weil dann kann ich mich schätze meine Dings hier einsolen. Das wird cool. Warte mal. Und da war noch was gewesen. Warte mal, da war noch was. Da war noch was, da war noch was. So, und zwar mache ich mich hier die Box Smitty, wenn es geht. Warte mal. Weil da drin sind nämlich Schränke, die hätte ich mal gerade gerne. So, warte. So, sehr schön. Okay, Leute. Weil jetzt bringen wir mal ein bisschen Fortschritt hier rein. Ja, jetzt werden wir mal sehen, dass hier alles nämlich hier vernünftig, nämlich hier, wie soll ich sagen, naja, damit es jetzt mal vernünftig läuft. Ne? So, weil hier gibt es nämlich die Storage-Boxen und dann will ich mich jetzt hier Multi-Storage-Box, weil die haben nämlich richtig Platz. Und da fehlt mir Holz, tata, das finde ich wunderbar, tata. Ach, herrlich. Einfach nur herrlich. So, kein Problem, wir holen schnell Holz. So, pass auf. Wenn es weiter nichts ist, ein bisschen Holz zu holen. So, dankeschön. So, da drüben haben wir auch noch ein bisschen Holz. Warte. So, pass auf, hier. Dankeschön. So, seht ihr, Leute, läuft. Damit haben wir jetzt erstmal ein bisschen Holz. So, weil das große Problem ist nämlich, ich brauche ein bisschen mehr Stauraum, weil nämlich die Tierchen sind nämlich alle voll mit Sachen. Und da brauche ich nämlich jetzt auf jeden Fall das Zeug, also die Lagerkapazität, damit ich das nämlich alles dort reinschmeißen kann. So, den stelle ich jetzt einfach erstmal hier hin. Ja, wie gesagt, wir werden ja bald eine größere Base haben. Von daher, keine Tragödie. So, weil hier, guck mal, zum Beispiel hier, Ankylo, ja, der hat nämlich einiges an Zeug. So, und da muss ich mich jetzt erstmal sehen, dass ich das irgendwie verstaut bekomme. Ja, pass auf. Sortiert wird später. Ah, herrlich. So, pass auf. Zack, sehr schön. Okay, Ankylo, hattest du noch was intus gehabt? Hattest du noch was intus? Natürlich hast du noch was intus. Holy shit, ey. Okay, mal gucken, inwieweit ich jetzt hier alles rausbekomme. Das wird natürlich ein bisschen eng werden. Okidoki, warte. So. Erstmal alles hier rein. Okay, warte mal, ich mach das mal anders. Und zwar hier, das war Stein gewesen. Bein. So, und zwar haben wir hier, da ist er. Flip, da. Flup, rein mit. Und dann hatten wir noch Sand. Sand, da auch. Flup, zack, dankeschön. So, dann müsste der nämlich jetzt so weitestgehend leer sein, falls nicht noch irgendwas, ja, ein paar Kleinigkeiten halt. So, das heißt, die beiden haben wir schon mal leer. Und jetzt gucken wir mal nach dir. Was hast du noch so einstecken? Okay. Ja, jetzt holen wir mal alles raus hier. So, dankeschön. Okay, seht ihr, so habe ich nämlich wenigstens mal die Tiere leer und später kann ich dann hier in aller Ruhe nämlich dann sortieren. Ja, und dann haben wir keine Schmerzen mehr. So, läuft. Coole Sache. Und jetzt kann ich nämlich dann hergehen und kann nämlich hier, pass mal auf, das da und das da. Dankeschön. So, und jetzt kann ich mich hier mein Tierchen mitnehmen. Und später können wir uns zurückporten, weil hier haben wir unseren Teleporter. Yay, cool. So, Leute, ich will euch nämlich ganz kurz was zeigen. Wir wollen nämlich wohin? Und zwar möchte ich gerne, ich glaube, das war der hier gewesen. Weil hier gibt es nämlich anscheinend ordentlich Metall, hier an diesem Felsen. Ja, so, das bedeutet, ich gehe nämlich jetzt hier hin. So, warte mal, Wegpunkt. Ich mach mal Metall. So, Metall. Annehmen. Okay, sehr schön, sehr schön. So, und dann werden wir jetzt hier
Flip. Werden das markieren. Und jetzt müssen wir dort in diese Richtung. Aha. So, das heißt, wir machen heute wieder einen schönen Ausflug, Leute. Einen richtig schönen Ausflug. Und, ja. Mal gucken, was uns unterwegs so über den Weg läuft. So. Ich kann mir vorstellen, dass wir unterwegs nämlich einiges sehen werden. Beziehungsweise ich werde es sehen, weil ich werde es nämlich jetzt überspringen. So. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dort sind. Leute, ich musste gerade alles nochmal von vorne machen, was ihr eben gesehen habt. Weil ich hatte nämlich einen Absturz gehabt. Das Spiel ist abgestürzt und ich habe nicht gespeichert. Ich muss mich wirklich daran, mal daran gewöhnen, dass ich wirklich mal speichere. Immer wieder speichern. So, jetzt sind wir aber hier. Hallöchen. So, da bitteschön, kriegst du. Kein Problem. So, ich bin sowieso der Stärkere. Was sagst du jetzt? Ha? Was sagst du jetzt? Hier, guck mal, Tyler-Kuleo-Klaue, die wir gar nicht brauchen hier auf dieser Map. Yay, cool. So, hier, erstmal. Ist in Ordnung schaffen hier. Komm her. So. Okay, und jetzt wollen wir mal gucken. Hier, Metallfelsen. Yay, cool, cool. So, das bedeutet, ich gehe mich jetzt her, hole nämlich den Ankylo wieder raus. Pass auf. Oh, kommt da was? Kommt da was? Was ist denn da? Hä? Was ist denn da? Oh, yes. Warte mal. Damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. Pass auf hier. Hey, mach mal mit, ja? Hier, pass auf. So. Gib ihm! Gib ihm! So. Haben wir ein bisschen Ruhe. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier. Babytüler. Babytüler! So. Auch platt gemacht. Sehr schön. Okay. Leute, jetzt hier den Ankylo raus. Flip. Zack. Sehr schön. Okay. Erstmal wieder speichern. Plupp. Danke. So. Und dann nehmen wir nämlich jetzt hier den Raptor, nämlich als Begleittier mit. So, pass auf. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's schön. Lalalalalala. Jetzt holen wir uns ganz viele Metallfelsen. So. Sollte ja einige hier oben geben, ne? So, pass auf. Hier. Plupp. Und plopp, Dankeschön. Ach, herrlich, Leute. Ach, endlich mal ein paar ordentlich Metallfelsen. Es läuft. Okay, jetzt schauen wir mal hier weiter, ob wir hier noch weitere Metallfelsen sehen. Sollte eigentlich noch ein paar hier oben sein. Laut meiner Recherche sollten hier oben einige sein. So, ah, und guck mal, Ölquelle. Yes. So, da, vorne tracken. Pass auf, plopp. Ja, hier kriegst du. Pass auf hier. Zack, hast du. Ach, herrlich. Plopp. Ach, der Ankylo ist sogar noch besser als der Raptor. Ah. Aber der Raptor nimmt wenigstens hier alles mit, Leute. Guckt, hier. Er sammelt alles auf. Cool. So. Teamwork, Leute. Das ist Teamwork. Der Ankylo, der tötet alles. Ja, und der Raptor tut's aufsammeln. So. Hier. Ach, Leute, das ist herrlich. Das ist echt herrlich. So. Okay, wir gucken weiter. Wir gucken weiter. Da. Gute Nacht. So. Ich nehme auch ein paar normale Felsen mit. Ich meine, Schaden kann es nicht. Material ist Material. Kann man alles gebrauchen, Leute. So, aber die Metallfelsen halt. Geil, richtig geil. So, zack, hier auch mitgenommen. Dankeschön, Dankeschön. So, okay. Gibt es hier noch mehr Metallfelsen? Hm, hm, hm. Ich gucke mich hier weiter um, Leute. Ich gucke mich hier weiter um. Pass auf. So, den kann ich doch bestimmt auch weghauen. Jawohl. Eine Atropleura, Leute. Eine Atropleura. Oh, shit, ey. Oh, pass auf hier. Platt gemacht. Potenzielles Chitin. So. Okay. Ich sehe jetzt hier gerade keine weiteren Metallfelsen. Aber bestimmt sind auf der Rückseite noch welche. Aber ich will jetzt eher trotzdem mal durchgehen. Ich will mal gucken. So. Hier sehe ich zum Beispiel jetzt auch gerade nichts mehr. Okay, wir gehen mal hinten rum, Leute. Wir gehen mal hinten rum. Es gibt bestimmt noch irgendwo den ein oder anderen Metallfelsen. Bin ich mir fast sicher. Aber nur fast. So, pass auf, hier. Plopp. Weg. So. Raptor, viel Spaß. So. Ey, was denn hier hinten los? Komm, ich mach mal mit. Ich mach mal mit. Die freuen sich bestimmt, wenn ich mitmache. Pass auf hier. Plopp. Alle tot. Alle tot. Plopp, weg mit euch. Raptor, wo bist du? Der macht da hinten rum. Was machst du denn jetzt da hinten rum? Hallo? Hallo?
Warum? Hängst du fest oder was? Der ist so schnell. Ah, jetzt hat er es. Okay. Komm, komm, hier vorne ist noch mehr. Da. Da gibt es noch ein bisschen was. Willst du nicht mitnehmen? Guck hier. Okay, will er anscheinend nicht mitnehmen. Dann nehme ich das. Dann nehme ich es. Warte mal, warte mal, warte mal. Komm mal her. Komm mal her. Ja, das können wir doch nicht zurücklassen. Das sind wertvolle Ressourcen, mein Freund. Das sind wertvolle Ressourcen. Müssen wir alles mitnehmen. So, okay. Warte mal, jetzt hier oben. Ah, ich sehe Metallfelsen. Ich sehe Metallfelsen. Yay, da sind sie. Plopp. Dankeschön. Na, es läuft doch, Leute. Es läuft doch. So, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier war jetzt kein Metallfelsen mehr. Okay, warte mal. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter. Vielleicht ist ja noch irgendwo, irgendwo noch einer versteckt, Leute. Das kann ich mir fast sogar vorstellen. Irgendwo ist bestimmt noch einer. Und wenn nicht, nicht schlimm, weil jetzt haben wir schon... Da vorne, da vorne. Yes. Okay, 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 okay. Weil jetzt haben wir wenigstens mal einiges an Metall zusammen, Leute. Jetzt haben wir mal wirklich einiges an Metall. So. Wie gesagt, ich will heute auch mal in der Folge ausprobieren, welches Tier am besten geeignet wäre für Holzfarmen. Ja, weil ich würde gerne mal einiges an Holz holen, Leute. So, jetzt haben wir ganz viel Metall. Pass mal auf, jetzt tue ich erstmal wieder speichern. Bevor mir das alles wieder verloren geht. So. Okay. Da ist ein Cerato. La 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 la. Und da ist ein Metallfelsen. La 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 la. So, mein Freund, du bist jetzt des Todes. So, sehr schön. Plopp. Okay, und dann sind wir doch hier wieder an der Ausgangsposition, ne? Hier haben wir doch eben angefangen. Jetzt sind wir einmal um den Berg herumgerannt. Das heißt, jetzt müsste theoretischerweise alles weg sein. So. Hier dürfte nämlich jetzt normalerweise kein Metallfelsen mehr rumstehen. Nö. Ah, da ist jetzt eine Schlange. Da ist jetzt eine Schlange. Da, 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 da. Komm, ich mach dich alle. Ich mach dich alle. Komm, da, bitteschön. So. Ach, das gefällt dem Raptor. So. Okidoki. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Leute, wenn ihr nichts mehr erspähen könnt, ich erspähe auch nichts mehr. So. Fuck, weg mit dir. Ah, hier könnte aber eine Note sein, Leute. Hier könnte eine... Ach, da oben ist noch einer. Okay, aber ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Uha. So, ist hier ein... Da ist eine Note, Leute. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ne, 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 ne. Die holen wir uns. Pass auf. Nein, ich häng fest. Ich häng fest. Oh, das ist jetzt scheiße. Das ist jetzt scheiße. Okay. Ist nicht schlimm. Warte, warte, warte. Ich nehm Raptor. Ich nehme nicht Raptor anscheinend. So, pass mal auf. Geh mir hinten rein. So, pass auf. Ach, Raptor. Mach doch jetzt nicht diesen. Sag mal. So, und jetzt schön hier. Flupp. Und. What terrible misfortune. Jop, alles klar. Hab alles verstanden. Da ist noch einer. Oh, Schitten. Schitten. Wie kriege ich jetzt den Ankylo da raus, Leute? Wie kriege ich jetzt den Ankylo wieder hier raus? Sag mal. Lass mich raus hier. Ich bin Gefangener. Ich will raus. Ich will raus. Okay, Leute. Bringt nichts. Bringt nichts. Das bedeutet, wir werden uns jetzt erst einmal zurückporten. So. Zack. Und Main Base. Endlich. Endlich können wir uns ordentlich porten, Leute. Ah, herrlich. Können wir nämlich jetzt hergehen und können nämlich jetzt erstmal direkt die Schmelzen weiter versorgen, damit wir ordentlich Metall bekommen. So. Okay. Und wie gesagt, ich gucke nämlich dann jetzt heute auch in der Folge, wie wir das nämlich dann machen mit Dingsbums. Bumsdings. So, warte mal. Ich muss jetzt mal das hier wieder deaktivieren. So. Bevor das mich jetzt hier mich die ganze Zeit nervt. So. Okay. Warte mal. Wir machen das jetzt hier so. Erstmal. So. Okay. Weil jetzt müssen wir erstmal hier leer machen, Leute. So. Ach, und ich brauche Holz. Ah, stimmt, da war ja was. Da war ja was, weil ich habe nämlich hier überhaupt kein Holz mehr. Ja, ich bräuchte mal einen riesigen Vorrat an Holz.
Ah, da werden wir uns auf jeden Fall jetzt auch gleich drum kümmern. Es hatte geheißen, dass, glaube ich, der Morella-Tops auch sehr gut Holz farmen kann. So, das bedeutet, wir werden gleich mal nach dem Morella-Tops gucken, nach dem anständigen. Und werden uns den dann zähmen. So. Aber jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Holz mit für die Schmelzen, damit die nämlich schon mal weiterarbeiten können. Weil es wäre ja sonst bescheuert, wenn ich die einfach jetzt so auslassen würde. Weil, wie gesagt, in der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen arbeiten. Ja, pass auf, hier. Jawohl, ja. Sehr schön. Okay. Da ist auch noch ein Bäumchen, das nehme ich auch noch mit. So, und dann sollten auf jeden Fall die Schmelzen wieder ein paar Minütchen laufen. So, ist halt doof, dass es hier kein Anglergel gibt. Hätte ich hier Anglergel, du, dass die Schmelzen würden laufen ohne Ende. So, pass auf. Jetzt aber hier. Okay, warte mal. Hier, zack, zack, halbieren. Das hier rein. So, das dort rein. Direkt angeworfen, weil es ist ja immer noch Metall drin. Ne? So, pass auf. Metall. So, da haben wir... Leute, wir haben da richtig ordentlich was drin. Ja, holy shit, ey. Das ist mal richtig cool. So, dann hier Metall, das hier, das hier, das hier. Sehr schön, Leute. Also, so kriegen wir schon mal richtig viel Metall zusammen. So, okay. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde mir jetzt ein paar Metroberries schnappen. Pass auf, Metroberries, da sind sie. Dankeschön. Warte mal. Ich mache mal Folgendes. Und zwar mache ich hier Collect Mode. Das war hier... was war denn das gewesen? Das war... Zack hier. Damit er alles aufsammelt, was ich rausschmeiße. Da. Seht ihr? Seht ihr? So. Okay, dann gehe ich hier Start Pickup. So, und dann müssen wir nur noch die Range einstellen. Wo war die Range? Set Range auf 12.000. Jawohl. So, weil wenn ich mich jetzt hier was rausschmeiße... Guck mal. Wenn ich nämlich jetzt hier die Sachen rausschmeiße, dann müsste normalerweise der Schrank alles aufsammeln. Ne? So, pass auf. Das müsste er normalerweise aufsammeln. In der Theorie. Okay, bis auf ein paar bestimmte Sachen. So, pass auf. Ach ja, er sammelt ja nur das auf. Also er hat jetzt nur Steine und so aufgesammelt. Okay, warte mal. Gehe ich mal hierher. Das tue ich jetzt alles dort rein. Dankeschön. So, Leute, jetzt machen wir uns auf die Suche nach Morella-Tops. Und es gibt hier so viele, das sollte normalerweise kein Problem sein, einen zu finden. So. Ich lasse extra den Raptor hier, bevor der Raptor mir den Tame versaut. So, was haben wir denn hier Schönes im Angebot? Wir haben einen 25er. Nö. Nein. So, was haben wir noch im Angebot? Da drüben ist noch einer. Was bist du für einer? 90er. Okay, wird schon besser, wird schon besser. Aber trotzdem, nein. Wie gesagt, Morella-Tops gibt es hier so viele, ja, so viele, dass ich da dann schon ein bisschen wählerisch sein kann. So. Okay, 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 okay. Warte, warte, warte. Ein Raptor. Ein Raptor. Den will ich aber nicht haben, denn ich habe schon einen. Wir werden uns irgendwann noch einen besseren Raptor holen, Leute. Wenn uns einer über den Weg läuft, werden wir uns auch noch einen besseren holen. So, guck mal, jetzt hier, ganz viele. 20er, 55er, nein. Also die beiden werden es definitiv auch nicht. So. Aber es gibt ja noch mehr Leute. Das sind nicht die einzigen hier. Es gibt noch mehr von denen. Es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Hier, guck mal. Düdi. 115er. Huhuhu. Da wird man fast schwach, Leute. Da wird man fast schwach. Aber ich sehe da hinten schon weitere Morella-Tops hier. So, pass auf. Was bist du für einer? 50er. Okay. Du bist mir leider nicht gut genug, mein Freund. Du bist mir nicht gut genug. Ich will noch einen besseren. Ne, 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 ne. Hier unten habe ich auch noch welche gesehen gehabt. Genau. So, da ist noch ein 25er. Ach ja, als ob du da nicht drüber laufen könntest. Echt jetzt? Da ist ein Raptor. Morella-Tops, Morella-Tops. Warum sind die alle auf einmal so low? Ich habe auch schon welche gesehen, die waren ziemlich hoch gewesen. So, was ist denn los hier? So, gucken wir einfach mal hier runter. Da ist noch einer, warte, ein 60er. Aber auch noch nicht das Wahre vom... Ah, da hinten sind auch noch welche. Ein 10er, ein 15er. Warum sind die auf einmal alle so low? Hallo, was ist los hier?
Kann doch nicht sein jetzt. Kann doch nicht sein, dass die alle auf einmal so niedrig sind. Okay. Egal, ich guck weiter. Ausweis sollte es hier in Hülle und Fülle geben. Normalerweise. Irgendwann werde ich einen finden, der etwas höher ist. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Okay, 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 okay. Was springt darum? Warte, 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 warte. So, war hier noch einer mit dabei gewesen? Da ist noch einer. 35er, nö. Nö. Ah, ah. Sorry, aber nein. Sorry, aber nein. Ein 10er an Kilo braucht kein Mensch. Da denke ich mir immer, ja, ey, du musst jetzt mal erwachsen werden, ne? Da sind welche. 10er. Warte, warte. Ein 80er. Ein 80er würde ich mir schon gefallen lassen. Aber was töten die da gerade? Was tötet ihr denn da? Keine Ahnung, was sie töten, aber sie töten was. Okay. Ach, die haben schon getötet. Okay, alles klar. So, pass mal auf. Dann bringe ich mal gerade den hier schnell um die Ecke. Ja. Den kann ich doch bestimmt einnetzen, oder? Den kann ich doch bestimmt einnetzen. Guck hier. So. Ah, jetzt kommt der andere. Jetzt kommt der andere. Hilfe! Ja, 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 genau dich. Was bist du denn für ein Arsch? Erst andeuten und dann abhauen, oder was? Das haben wir ja gern. Ey, bleib mal schön hier, ja? Bleib mal schön hier. Guck da, kriegst du. Kriegst du. So. Hier. Flip. Erstmal schön bitte. Was willst du denn jetzt? Hä? Was willst du denn? Was denn? Ne, 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 mein Freund. So machen wir das nicht, ja? So machen wir das nicht. So haben wir nicht gebettet. Ja, schnell beeilen, bevor das Netz sich auflöst. Das wäre nämlich schlecht. So, okay. Tickert noch, tickert noch, tickert noch, tickert noch. Und, Dankeschön, Dankeschön. So, jetzt sagt der Kaktussaft. Mit Kaktussaft ist er noch... Echt jetzt? Echt jetzt? Warte. Okay, das geht nicht. Warte, hier. Wenn er Kaktussaft haben will, kriegt er Kaktussaft. Ja, warum nicht? So, und rein damit. Er wollte haben 6 Stück. Kriegt er, natürlich. Cool. So. Hatte ich nicht per Zufall schon irgendwo einen Morella-Top-Sattel gehabt? Das werden wir jetzt rausfinden, Leute. Das werden wir jetzt rausfinden. Okay, warte mal. Hier. Was kann er? Was kann er? Ich guck mal. Ich guck mal. Hier. Bewässerung aktivieren. Wasser trinken. Fülle Behälter mit Wasser aus Inventar. Wassertank aus dem Inventar füllen. Okay. Cool. Cool. Okay. Richtig coole Sache. Richtig cool. Okay, aber erstmal was essen, Leute. So, und dann geht's mit dem hier nach Hause. So, und Main Base. Jetzt gehen wir nach Hause. Ne, 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 ne. Und damit habe ich einen Morella-Tops. Sehr gut. Und erstmal speichern wieder. Ne, ist klar. So, okay. Du folgst mir mal bitte. Ja, du folgst mir mal bitte. Komm mit, komm mit. So, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, jetzt gucke ich mal. Hatte ich schon einen Morella-Tops-Sattel gehabt? Hatte ich schon einen Morella-Top-Sattel? Ich hatte einen Morella-Top-Sattel. Ich werd bekloppt, ey. Weil ich hatte ja schon mal einen Airdrop leergeräumt und da war anscheinend der Morella-Top-Sattel mit dabei. Cool. Läuft. Cool, cool. So, wollen wir mal gucken, was er drauf hat. So. Lop. Also farmen kann er schon mal sehr gut. Das ist sehr gut. Cool, cool. Läuft. Okay, jetzt gucken wir mal, was er baumtechnisch drauf hat. Boom. Ja, gut, naja. Naja. Warte. Also baumtechnisch hat er nicht besonders viel drauf.
Ist eher ein Witz. Okay, okay. Das ist natürlich eher schlecht, ne? Ich hatte mir eigentlich jetzt ein bisschen mehr erhofft. So ein kleines bisschen mehr, Leute. So ein kleines bisschen mehr. Okay. Dann brauche ich wahrscheinlich einen Plan B, ne? Da brauche ich wahrscheinlich einen Plan B. Aber welches Tier war denn hier auf Scorched Earth gewesen, was gut Holz farmt? Ich meine, Holz brauchen wir jetzt nicht wirklich so sehr, weil, wie gesagt, man geht ja normalerweise dann her und tut hier aus Lehm bauen, aber du musst ja auch mit irgendwas feuern, ne? Das ist ja das große Problem. Anglergel hast du ja hier auch nicht, was auch scheiße ist, und für die Herstellung bestimmter Items brauchst du ja auch wiederum Holz. Eieieiei. Okay, okay, okay. Bin dir aber nicht böse, ne? Gehörst jetzt trotzdem zur Familie. So, warte mal. Hier, guck mal hier. Wasser trinken. Flupp. Dankeschön. Dankeschön. Ey, der füllt sich wieder auf. Das ist cool. Okay, alles klar. Cool. So, okay. Plan B, Plan B. Ich muss mal ganz kurz gucken, Leute. Ich werde mich mal kurz, ich guck mal kurz in meine Glaskugel, ja, und guck mal in die Zukunft, welcher Dino mir in Zukunft Freude bereiten wird, was Holz angeht. Okay, Leute, jetzt wird's wild. Jetzt wird's richtig wild. Wisst ihr, was wir nämlich jetzt machen? Wir zähmen uns einen Thorny Dragon. Weil der ist nämlich hier auf Scorched Earth der Holzfarmer. Haha, cool. Habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, das hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Okay, dann muss ich erstmal kurz gucken. Thorny Dragon. Ob der, Thorny Dragon Sattel. Ob der, wo wird der hergestellt? Warte mal, in der Werkbank. Ob der wirklich so gut ist im Holzfarmen. Weil, wie gesagt, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm gehabt. So, warte mal. Dragon. So, was brauchst du denn? Holz, Lehm. Okay, warte mal. Hier, zack, bumm, kann ich herstellen. Richtig cool. Okay, alles klar. Und dann können wir mit dem nämlich ordentlich Holz holen, tatsächlich. Ja, weil der wurde nämlich ausgeschrieben, dass der da nämlich richtig gut sein soll. Okay, zack, bumm, sehr schön. Okay, Leute, auf geht's. Thorny Dragon holen. Wir holen uns einen Thorny Dragon. Warte mal, ich gehe mal her. Ich nehme mir ein bisschen Filet mit. Weil Filet soll nämlich ganz gut sein, um den zu zähmen. Weil Hammelfleisch habe ich nicht, Kibbel habe ich auch nicht. So, das bedeutet, Leute, wir machen uns auf die Socken. Ich gehe mit dem Raptor los. So, warte mal, der hat wieder einen Punkt. Den kriegt er direkt auf den Nahkampfschaden. Weil wir werden uns in Gebieten vorwagen, die nicht so ganz ohne sind. Ne? So, aber ich muss ihn erstmal auf umstellen, weil ich stelle den nämlich jetzt auf passiv. Weil nicht, dass er uns irgendwas tötet. Ne? Das wäre schlecht. Verhalten. Passiv. So, sehr schön. Okay. Dann gucken wir mal. Thorny Dragon gibt es dann vorwiegend hier in den Gebirgen. Ja, da wird es bestimmt einen geben, der uns gefällt. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Okay, Leute, ich gehe mal auf die Suche und schau mal, ob ich einen ordentlichen finde. Leute, da vorne haben wir ein paar Thorny Dragons. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei ist. Da ist ein 10er, da ist ein 50er, da ist nur ein 5er. Oh. Traurig. Traurig. Die will doch kein Mensch haben. So, hau mal ab hier. So, gibt's noch weitere? Da vorne sehe ich noch einen. Warte mal. So, immer alles weg hier. Coyote auch weg. Hier, Pixel. So. Okay, was bist du für einer? Ein 80er. 80er und da ist ein Cerato. Den Cerato muss ich erstmal beseitigen, Leute. Den Cerato muss ich erstmal beseitigen. Weil der könnte nerven. Komm her! Komm her! So, du bist weg. So. Das war ein YouTube-Randus. Okay. So, pass mal auf. Ich mache mir jetzt erstmal hier ein bisschen frei, ne? Oh, ein Baby. YouTube-Randus war das gewesen. Oh, cool. So, bevor mich jetzt hier irgendwas nervt oder so, mache ich jetzt erstmal hier alles platt. Ja. Wird erstmal hier alles platt gemacht. Hier. So. Haben wir nämlich schon mal... Nein! Lasst ihn! Lasst ihn! Nein, den wollte ich mir holen! Ihr Säcke, ihr Blöden! So. So.
Ihr Blöden, ey. Das gibt's ja nicht, du. So, mal gucken, ob ich die jetzt tot bekomme. Ohne, dass ich den Pony Dragon dabei erwische. So, okay. Das sieht schon mal gut aus. So. Hau ab. So, okay. Der Fawny Dragon, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Sehr schön. Okay. Ach, die ganzen Mistviecher hier, ey. So. Okay, er ist wieder fit. Er ist wieder fit. Das ist cool. Das ist richtig cool. Okay. So. Er ist wieder fit. Er ist wieder fit. Nein, 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 nein. Er ist wieder fit. So, dich mache ich platt. La, 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 la. So, bevor du mich auch noch hier dazwischen funkst. Ne? So, pass auf. Pass auf. Jetzt hole ich ihn mir. Jetzt gehörst du mir. Nein, 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 nein. Jetzt gehörst du mir. Nein, 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 nein. So, pass auf hier. So, und. Glück. Du wirst mir gehören. Na, 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 na. Wir werden ganz viel Holz holen, wenn du geeignet bist für die Aktion. Ah, wie schön, dass er sich auf die Seite legt. Hier, cool. So, pass auf. So, okay. Hoffen wir mal, dass er was taugt, ne? So, da ist schon wieder ein Vogel. Ey, ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Ha, was stimmt nicht mit euch? Ha? Was stimmt nicht mit euch? So. Oh yeah. Leute, ich freue mich. Ich freue mich ganz heavy. So, jetzt müssen wir leider warten, bis er fertig gezähmt ist, ne? Da ist schon wieder ein Vogel. Ey, ich fasse es nicht. Wie viele machen denn hier rum von denen, du? Hoffen wir mal, dass wir hier nicht genervt werden, ne? Aber noch sind sie alle weit genug weg. Okay, wir warten einfach, Leute. Wir warten einfach, bis hier unser Fawny Dragon gezähmt ist. Einmal hat er schon gefressen. Ich warte gerade darauf, dass er ein zweites Mal frisst. Sorry. Tut mir leid. So. Okay. Ich warte gerade noch darauf, dass er ein zweites Mal frisst. Oh, warte. Da. Ich muss aufpassen, Leute. Ich muss aufpassen. Ja. Nicht, dass hier irgendwas Schlimmes passiert. So. Ich kann mich nicht erinnern in der Vergangenheit, dass ich schon mal irgendwann einen Fawny Dragon hatte. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ansonsten wüsste ich das ja mit dem Holzfarmen. Na, Kollege, geht gut? Sehr schön. Der hat so ein bisschen was vom Ankylosaurus. So, okay. Jetzt, ich habe wirklich noch nie einen gehabt. Okay, mit dem kann ich auf jeden Fall dann die Stacheln verschießen. Das ist cool. So, so greift er an. Eine Sonderaktionstaste hat er nicht. Okay, warte mal, jetzt gucken wir mal, was er holzmäßig drauf hat. Oh yeah! Oh yeah, der holt Holz raus. Yes, cool. Geil. Okay, Leute, ich würde sagen, Holzproblem gelöst, oder? Holzproblem gelöst. Lymatria mal ein bisschen geärgert damit. So. Okay, Leute, das gibt dann jetzt auf jeden Fall richtig Holz. Sehr schön, okay. Aber ich muss natürlich dann wieder hier aufpassen, dass ich ausgebogen level, ne? So, pass auf. Jetzt nehmen wir natürlich ordentlich was mit, Leute. Es wird gleich ordentlich was mitgenommen. So. Yeah, coole Sache. Richtig coole Sache. Leute, das finde ich jetzt cool. Das finde ich richtig cool. Wie gesagt, das mit dem Fawny Dragon, das habe ich gar nicht gewusst, dass der auch für Holz geeignet ist. Ja, ich spiele schon so lange Ark und habe sowas tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. So. Das ist cool. So, wie viel Holz haben wir jetzt? Jetzt, Leute. Ha, guckt euch das hier an. Hammermäßig. Okay, wieder ein bisschen was auf Gewicht drauf. Ein bisschen was auf Schaden drauf. Machen wir mal ein bisschen was auf die Ausdauer. Jawohl. Also damit sollten wir auf jeden Fall jetzt erstmal gut klarkommen, oder? Sehr hübsch. Sehr hübsch.
Also Leute, ich nehme jetzt hier direkt ordentlich Holz mit. Es wird alles mitgenommen, was hier rumsteht. Leute, das muss man wirklich erstmal auf dem Schirm haben. Ne? So eine Sache muss man erstmal auf dem Schirm haben. Das große Problem ist, in Ark gibt es ja so viele verschiedene Tierchen. Ja, da kannst du unmöglich wissen, auf Anhieb, welches Tierchen was drauf hat. Ja, aber jetzt weiß ich zum Beispiel, dass der Thorny Tracken für Scorched Earth bestens dafür geeignet ist, um Holz zu holen. Yay, cool. So. Sehr hübsch. Okay, nochmal auf Gewicht drauf, nochmal auf Ausdauer, vielleicht auch mal was auf Leben und auch mal was auf Bewegungsgeschwindigkeit, damit er ein bisschen schneller wird. Ne? Damit er nicht so lahmarschig ist. So. Okidoki. Sehr hübsch. Oh, ich krieg Besuch. Okay, alles klar. Hallöchen, komm her. So, hier, bitteschön. Das haben wir sofort mal geklärt. Oh, eine Note wird mitgenommen. Jawohl, ja. Cool. So, das bringt dem Thorny Tracking schon mal gleich hier wieder ordentlich Punkte, Leute. Jawohl, hier direkt mal auf Leben drauf. Ein bisschen was noch auf Ausdauer. Dann hier nochmal ordentlich was auf Gewicht. Dann gehen wir nochmal auf Nahkampfschaden und nochmal auf Geschwindigkeit. Yes. Hammermäßig. Hammermäßig. Coole Sache. So, okay. Gehen wir nochmal hier rüber. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Was wir uns mitnehmen. So. So. Hübsch, hübsch. Jawohl, jawohl. So. So habe ich auf jeden Fall jetzt genügend Holz auf Lager, dass ich auf jeden Fall die Schmelzen ohne Probleme befeuern kann. Damit ich gegebenenfalls auch noch was bauen kann. Haha. Yeah. So, okay. Okay. Mein lieber, guter Raptor. Das bedeutet, wir machen uns jetzt auf den Weg wieder zurück in die Burys. So, einmal zurück. Dankeschön. Ach, herrlich. Einfach nur herrlich. Leute, das finde ich jetzt richtig cool. Das finde ich richtig cool. So, pass auf. Einmal hier zurück. So, seht ihr? Meine Tierauswahl wächst so langsam. So ganz langsam, Leute. So, nehmen wir direkt mal hier. Ja, nehmen wir mal 4000 Holz mit. Dann sind auf jeden Fall die Schmelzen erstmal ordentlich am Laufen. Pass auf hier. So, da rein. Zack. Da rein. Und zack. Und erstmal aufbeugen. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Okay, pass mal auf. Hier nochmal 5 Level. Yes. Nochmal ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit, nochmal auf Nahkampfschaden, nochmal auf Gewicht. So, Leute, jetzt kann ich ordentlich farmen gehen. Jetzt kann ich ordentlich... Oh, das ist herrlich. Ich freue mich gerade. So, das bedeutet, die arbeiten jetzt. Das ist cool. Das ist cool. Das ist richtig nice. So, das heißt, wir haben hier ein bisschen was vorbereitet heute wieder. Richtig geil. Wie gesagt, Morella Tops, ja, falsche Informationen. Ich weiß auch nicht, warum ich das im Kopf hatte. Ja, aber wie gesagt, jetzt haben wir wenigstens einen mobilen Wasserspeicher. Ja, das ist schon mal sehr gut. So, jetzt haben wir auch dann noch den Thorny Dragon. Das heißt, wir können ordentlich farmen, Leute. Was will man mehr? So, warte mal, jetzt gehe ich erstmal her, jetzt stelle ich dich erstmal hier rüber, jawohl. So, Leute, aber leider Gottes ist es wieder so, diese Folge ist am Ende. Deswegen sage ich jetzt Dankeschön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Hoffentlich habt ihr schon ein Like da gelassen, ne? Hier an der Seite seht ihr auf jeden Fall noch ein weiteres Video. Die Verlinkung zu meinem Hauptchannel, wo ich regelmäßig live bin, genauso wie auf Twitch. Kommt also gerne vorbei, würde mich auf jeden Fall freuen. Und Leute, ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge. Ich bin für heute raus. Ciao.